Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 2. Mit der lieben Claire geht's weiter im Folterkeller von Chief Irons. Ja, so kann man es bezeichnen, oder? Das ist ja nichts anderes als ein Folterkeller, die kranke Sau. Gut, ich werde mal kurz die Patronen reinpacken, weil ich glaube, die wären jetzt nützlich, ja? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber könnte sich noch als nützlicher erweisen. Vom Formalin, Chloroform und andere Chemikalien. Guck mal, der hat da ein Rückgrat drin liegen, oder? Ein Hüftknochen, drei Schädel, sogar den Schädel eines Kindes und noch mehr Schädel. Eine Säge. Fleisch und Blut sind auf die Klinge geschmiert. Oder auf das Blatt. Sagt man bei einer Säge nicht Blatt? Ja, ich denke schon. Ja, verstörendes Zeug. Oh Mann, Leute. Ah! Na, Chief, alles gut? Nicht so ganz, ne? Mit Oberkörper. Ja, wir gehen mal runter, komm. Leute. Was ihn da wohl so zerfetzt hat? Na? Seid ihr gespannt? Leute, ja, darf ich vorstellen, William Birkin. Au, au, komm, steh auf, Claire. Oh Gott, und wir sind schon verletzt. Nein, 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 weg da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schon caution, ja, sehr schön. Immer noch? Nein, nein, nein. Steh auf. Und tschüss. Oh, ich bin... Ja. Das hat uns ganz schön zugesetzt. Dieser Typ, ne? Ja, ihr habt's gesehen. Das war William Birkin. In seiner ganz frühen Mutationsphase. Aber wir wissen ja, dass das noch ein ganzes Stück schlimmer wird. Okay. Sherrys Vater übrigens, ne? Falls das noch nicht so durchgesickert ist, wie ich es letztes Mal ja gesagt habe. Warte mal, ich glaube, ich darf Sherry hier nicht zurücklassen, oder? Ja, ich glaube, ich sollte Sherry holen gehen. Nee, nee, das wird sie dann nämlich sowieso sagen, wenn ich ein Stückchen weitergehe, dass sie Sherry nicht zurücklassen darf. Deswegen... Oh mein Gott. Wie der einfach mal Chief Irons die Beine ausgerissen hat, will ich mir mal vorstellen. Ich meine, das ist ein kräftiger Kerl, ne? Also der T-Virus oder G-Virus, der muss ja unglaubliches Potenzial haben. Ja, und jetzt bescheren wir mal dem kleinen lieben Mädchen Sherry Birkin ihr Trauma des Lebens, indem wir ihnen einen Mann zeigen, dem die Beine abgerissen wurden. Mmh. Herrlich, oder? Welches Kind träumt nicht von sowas? Aber ich meine, gut, man muss sagen, sie ist dadurch ganz schön tough geworden wahrscheinlich. Denn, es könnte ja auch anders laufen. Dass sie einfach nur so ein traumatisiertes Kind ist, was vielleicht sogar das Reden irgendwann sein lässt, weil, ne, das ist ja so bei Kindern. Die sind zwar ganz schön zäh, also zäher als man glaubt, denke ich mal, von der Psyche, weil sie sich noch in Entwicklung befindet. Claire, du kamst zurück! Ich kann nicht glauben, der Mann, der das G-Virus entwickelt hat, ist eigentlich... What's wrong, Claire? It's nothing. But I think I found a way out of here. We should be able to find someplace safe if we can just make it out of town. But... Don't worry, I'll protect you. I promise. But you have to make sure you don't leave my side. Aww. Ja, wir geben natürlich unser Bestes. Aber ja, ich glaube, sie... Kinder können sowas gut ab. Auch so verstörende Sachen, das stecken die besser weg, als man denkt. Man gewöhnt sich ja an alles und gerade als Kind geht das recht schnell. Trotzdem, ich würde ihr die Augen zuhalten, wenn wir hier durchlaufen bei Chief Irons. Ich glaube, hier dürfen wir auch nicht so schnell rennen, denn sonst setzt sich die kleine Plunz einfach mal auf den Boden und macht gar nichts mehr. Kann man ihr jetzt nicht vorwerfen, aber ist schon ein bisschen komisch, wenn man überlegt, wie lange sie hier alleine rumgerannt ist. Einfach mal Augen zu...
Ja, guck mal, sie müsste jetzt wahrscheinlich total verstört. Naja, egal, ich wäre ein bisschen verstört, glaube ich. Wenn ich sowas im echten Leben sehen würde, dann... Ich meine, Filme und so weiter ist ja immer was anderes, ne? So Spiele, Filme. Das ist immer... Das sind immer zwei Paar Schuhe. Zum echten Leben hin. So. Wollen wir doch mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Auf jeden Fall hört ihr es schon. Die Geräusche. Come on, let's get out of here. Oh Mann, er wieder, ne? Mr. X gibt nicht auf. Sherry, where are you? Sherry! Oh nein. Die Flurtür ist offen. Tja, das war's mit Sherry. Tschüss. Also Claire macht einen guten Job, dabei sie auf sie aufzupassen, oder? Ach Gott, oh Gott. Das läuft immer schief hier. Aber ich kann euch beruhigen. Es wird nichts passieren. Ist vielleicht auch besser, wenn wir jetzt erstmal wieder getrennt sind und alleine unterwegs sind. Denn es kommen wieder einige Gefahren in Zukunft. So, ach guck mal, das kennen wir doch. Die Tür war nämlich vorher versiegelt, glaube ich. Aber auch gelesen, das Sewer Manager Fax. Und hier ist eine Tasche, die habe ich, glaube ich, gar nicht untersucht mit Leon. Ach nee, ging ja gar nicht, das war die andere Seite, seht mal. Ja, wir nutzen den Lockpick. Hier wären wir nämlich auch mit Leon langgekommen. Also wären wir diesen Weg gegangen mit ihm, die B-Variante. Gibt halt zwei verschiedene Räume auf jeder Seite. So, dann nehmen wir erstmal das hier. Ich glaube, es macht gar keinen Sinn, oder, wenn ich die anderen jetzt mische. Ich glaube, wir können ja gar keine blauen mehr mit drei grünen mischen oder so. So, dann, das Feuerzeug behalte ich mal. Gut, das behalten wir auch. Und hier haben wir... Ah! Ja, komm, kann man mitnehmen. Die Schreibmaschine brauche ich jetzt auch nicht. Gut. Würde ich sagen, das passt soweit. Gehen wir mal hier runter ins alte Warenhaus. Ich glaube, da war noch was. Was Schönes sogar. Trotzdem wundert es mich, dass wir hier nur Säure und... Hört man da was? Verschiedene Codes und Meters. Ja, irgendwelche Anzeigen halt. Hier ist nix. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so daran erinnern, hier gewesen zu sein mit Leon. Aber ich war hier auf jeden Fall im ersten Durchlauf damals. Hä? Ach, guck mal, ich glaube hier... Ja, hier müsste theoretisch Sherry runtergekommen sein, oder? Also so rein hier theoretisch, ne? Dann müsste sie aber auch in dem Warenhaus, also in dem Lagerhaus hier sein. Sehr komisch. Sehr komisch. Wo ist sie denn? Der guckt einfach nochmal kurz. Oh, guck mal da oben. Das gesehen? Yay, Grenade Rounds. Na was? Gibt's doch nicht, ist hier nichts mehr. Hi, Kuppe. Na? Ist fit? Wow. Verschiedene Codes und Meters. Das war's schon. Das war's. Cornflakes, Mann. Der Cornflakes, Mann. Nö. Ach, du kannst ruhig hier bleiben, Zombie. Du kannst da bleiben. Ich wollte eigentlich nur die Munition kurz holen. Ja, irgendwie dachte ich, da wäre mehr. Aber ist wohl nicht der Fall. Naja. So. Würde ich sagen, gehen wir weiter den Weg und suchen mal die Kleine. Wir kommen jetzt nämlich genau auf der anderen Seite runter, glaube ich, ne? Ja. Ach, schau mal da. What happened? You're bleeding. I ran into this woman who is in trouble. Her name's Ada. Right after that, someone tried to kill me. Nearly succeeded, too. Ada went after the sniper, but... I'm worried about her.
You gotta find her before something happens. But you've been shot. I'll be okay. It's Ada I'm worried about. Och, Leon, so ein... So ein netter Kerl. Sorgt sich um Ada, der er eigentlich auch so ein bisschen egal ist. Zumindest hier noch. Mal gucken. Ich glaube, wir können ja auch noch was abgreifen, weil vorher war es nicht möglich, dass wir zum Beispiel mit Leon die andere Seite erkundet haben. Mit Claire geht das jetzt wieder. Seht mal, das ist genau die andere Seite. Und Leon hat nicht mal die Kiste weggeschoben, dieser Tollpell. Das kannst du nicht machen, Leon. Musst du die Kiste wegschieben hier. Also diesen Schrank, dass wir da runter können. Naja, ich hole mir alles. Ich bräuchte es zwar nicht, schätze ich mal. Aber, nö, machen wir jetzt eben noch, komm. Ach, das Ventilrad darf ich nicht vergessen. Seht ihr mal, hätte ich jetzt auch mal da wieder liegen lassen. Ja, ich weiß, es ist keine Kurbel, es ist ein Ventilrad. Gut. Und auch hier gehen wir nochmal runter. Wir haben ja das Feuerzeug dabei. Also, nicht das von Leon, aber wir haben Zippo dabei. Und ich glaube, wir müssen die Lampen jetzt hier wieder anmachen. So wie letztes Mal, oder? Yep. So. Wusch, haben wir hier was? Granaten. Grenade Rounds. Super, super, super. Weiß gar nicht, wann hier... keine Zombies. So, und nochmal einer. Und ich glaube, das war jetzt auch das letzte Mal. Ah, jetzt haben wir Flammen. Jawohl, Flame Rounds. Ich hab's doch gewusst, dass es hier welche gibt, Leute. Ich hab mich nicht geirrt. Aber für was brauchen... Ja gut, die Flammen können wir auf jeden Fall für die Pflanzen später. Die kommen nämlich auch wieder bei Claire, natürlich. Wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn das nicht so wäre. Wenn jetzt bei ihr Hunter kommen. Ich fände es interessant, aber es wäre unlogisch so ein bisschen, ne? Gut, nehmen wir auch mit. Ich muss halt schauen, dass ich mal langsam ein bisschen Platz finde bei der Munition, weil ich habe jetzt drei Waffen mit jeweils, ja, eben drei verschiedenen Munitionen hier für den Granatwerfer zum Beispiel schon dabei. So, das mal so. Ja, Ordnung muss sein, Kinder. Das muss sein. So, ich glaube, die lasse ich soweit mal alle. Okay, macht keinen Sinn, noch wieder zurückzugehen, weil wir kommen jetzt daraus, wo Leon auch war. Ihr wisst schon dort, wo die Schachfiguren waren, oder? Ich glaube, wir könnten sogar gar nicht zurück. Nee, weiter zurück geht wohl nicht. So, er will, dass wir uns um Ada kümmern. Das machen wir natürlich. Ich meine, eigentlich müssten wir genau das Gegenteil tun, weil wir wissen ja, was Leon für so eine Autorität ausstrahlt und wie die Damenwelt auf ihn reagiert. Die machen nämlich genau das Gegenteil von dem, was er sagt. Das ist denen total egal, du. Es ist zu dunkel, was zu sehen. Soll ich im Feuerzeug jetzt Licht machen, oder was? Wo kommen wir hier eigentlich? Ach, auch wieder die Wolfsmedaille, na denn. Wusste ich jetzt gar nicht mehr. Yay, noch mehr Flame Rounds. Flame Rounds. Warte. Ich glaube, ich nehme die jetzt mal gegen die Spideys. Soll ich die Spinnen töten? Ja. Oh. Da ist er schon. Hallo. Nee, ich lass mal die Spinnen leben, oder? Die sind so süß, Leute. Ich will keine Spinnen töten. Die sind so knuffig. So knuffig. Ach, jetzt habe ich die Kurbel. Bin so ein Dödel, ne? Das kann ich gleich nochmal rumdrehen. Aber ich setze schon mal die Medaille ein. Dass ich Platz habe. Guck mal, die sind so knuffig. Die kann man Spinnen nicht mögen, Leute. Tut mir leid für alle Arachnophobiker, aber ich finde Spinnen super. Außer sie machen mir hier Aua. Aber mal, die wollte mich gerade umarmen. Ja, ich übertreib's ein bisschen. Ich finde Spinnen toll, aber jetzt auch nicht so toll, dass ich den ganzen Tag kuscheln will mit ihnen. Nö, ich finde Spinnen sind cool. Kann man mal aushalten. Bup, 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 bup. Das müsste auch mehr klackern als bup, bup, bup machen, wenn die laufen, oder? Klack, klack, klack. Die haben ja so ganz kleine Häkchen an den Füßen. Und damit können die halt auch überall rauf. Ist super. Ist echt super. Aber andererseits frage ich mich, ob die mit dem Körpergewicht noch so an den Wänden laufen könnten. Beziehungsweise, eigentlich soll es gar nicht möglich sein, dass Spinnen bei so einer Körpergröße existieren. Weil die atmen ja durch ihre Haut, durch ihren Chitinpanzer, glaube ich. Die haben ja keine Lungen, die haben ja so... Oder vielleicht kennt sich jemand von euch aus, aber ich habe das irgendwann mal gelesen. Und außerdem würde das Exoskelett das gar nicht halten, oder? Dieses Gewicht von den Leiben. Warte mal. Das kann ich wegpacken. Ja. Also ich bin der Meinung, das würde nicht klappen. Habe ich auch mal irgendwo gehört. In einer Doku oder so. Also gerade so diese... wie heißen die... Die haben irgend so einen Namen wie ein Edelstein. Ich glaube, Opalspinnen oder...
Auf jeden Fall diese Vogelfresser, diese ganz, ganz riesigen Taranteln da. Die sind, glaube ich, gerade so am Maximum von dem, was, glaube ich, so, ne? Glaube ich, sage ich ja, aber ich weiß es wirklich nicht. Muss ich mir mal informieren, bevor ich wieder so unqualifiziertes Zeug hier rede. Ne? Naja. So, dann. Komme ich eigentlich? Ja, sind wir gleich. Ich denke schon wieder zu viel nach. Ich sollte mehr reden. Einfach sinnloses Zeug reden. Moin. Oh. Hast du mich gerade? Hast du gerade? Spinnchen? Macht man nicht. Oh, ich bin schon so gespannt auf dieses Remake, ne? Das kommt ja jetzt bald. Are you all right? What happened? Get away from me. You just want my husband's G-cell, don't you? But no one will take that away from me. No one. Husband? Then you must be Annette. Huh? How did you? We don't have time for that. Sherry is lost somewhere in the sewer system. I have to find her. What? I told her to go to the police building. Why is she here? Now Sherry and the G-Sample are both in danger. What did she mean by that? Does Sherry have the G-Sample? Könnte man jetzt meinen, ne? Annette ist bewusstlos. Eieieiei. Du kannst doch nicht ein Kind. Nee, kann man nicht, Leute. Stell dich mal vor. Das Kind findet das raus, dass es eben diese Probe hat, das G-Virus. Was machen Kinder in der Regel? Sie sind neugierig. Mhm. Unverantwortlich, sowas. Naja, muss die wissen, sie ist die Mutti. Okay, warte mal. Ich werde mal die drei Kräuter hier kombinieren. Dann kann ich die nämlich aufheben. So. Und das noch. Nee, Leute, wirklich, Januar oder generell 2015 wird super. Also ich muss nur erwähnen, Resident Evil Remake und Revelations 2, das wird so klasse. Wie ist eigentlich Annette? Na gut. Ich meine, wie kommt sie hier ohne Kurbel durch? Geht doch nicht. Da liegt sie immer noch. Und klonk. Na gut. Ich überlege gerade, war hier, kommt hier. Das war ja bei Leon auch so, aber ich schätze mal, das werden die hier. Ich hab's ja schon erledigt, das Vieh, ne? Das Krokodil. Der Alligator. Oder was auch immer das war. Ich weiß, da gibt's einen Unterschied. Ich glaube, Alligatoren haben eine lange Schnauze und Krokodile eine breite. Breite Schnauze. Aber ich meine eigentlich, das Vieh wäre tot. Einmal tot, immer tot. Yep. Okay. So, und hier haben wir jetzt mit ihr einen anderen Weg, da Leon ja auch gleich oben durch die Schleuse durch konnte mit dem Wasser. Aber andererseits, was stört die da dran, wenn da so ein bisschen Wasser runterläuft? Da kann man doch einfach durchlaufen, Mensch. Würde ich zumindest so machen. So. Ja, nix Ada. Sie ist nämlich schon weg, wie wir wissen. Und trifft sich später mit Leon. So, den Text haben wir auch schon gelesen, deswegen muss ich das nicht. Und wir könnten jetzt den ganzen Weg wieder unten zurücklaufen, müssen wir aber nicht, weil wir die Kurbel haben. Oh, Entschuldigung. So. Wunderbärchen. Zim, und es ist grün. Ja, so, ich überlege gerade. Treffen wir jetzt Sherry gleich wieder? Die müsste doch eigentlich hier unterwegs sein. Keine Käfer, keine Käfer. Diese scheiß Viecher, ne? Ich habe jetzt nichts gegen Käfer, habe ich ja schon letztes Mal erwähnt an der Stelle hier, aber Kakerlaken, die stinken. Die stinken und die krabbeln überall und die beißen und zwicken und. Nee, nee, nee. Oh. Guck mal, die Zombies haben die Spinnen gefressen, scheinbar. Wow. Wie schnell die aber auch hier aufstehen. Ich glaube, einer von den Wachen hat ja noch was. Oh, egal. Also die, nicht diese Wachen, diese Umbrella-Typen, ne? Ich meine, einer von denen hätte noch was gehabt. Ach, ihr seid wieder da. Spideys! Yay, ich mag euch. Ich mag euch. Aber nicht beißen, bitte. Füts. Ja, guck mal. Ich wäre da einfach mal durchs Wasser durchgegangen. Als ist das aus Säure oder sowas.
Flüssigkeit. Nee, ist Wasser. So. Ich finde die total cool, die Spinnen, wie die hier rumrennen. Aber ja, gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier ein Päuschen. Ich würde mich sehr über weiterhin eure Unterstützung freuen. Ja, sehr über weiterhin. Nein, weiterhin sehr über eure Unterstützung freuen in Form von Likes und Kommentaren. Könnt ihr gerne machen. Und ich freue mich dann natürlich auch, euch wieder zu begrüßen, wenn es wieder heißt Resident Evil Teil 2.